Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu PostgreSQL und alles, was dazugehört. In der nächsten ungefähr Stunde werden wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was PostgreSQL ist und was man noch so braucht, um einen erfolgreichen Produktivbetrieb zu starten. Erstmal so eine Frage in den Raum, wer kennt PostgreSQL schon? Und wer hat es produktiv im Einsatz? Okay. Dann ist der erste Teil vielleicht ein bisschen langweilig für den einen oder anderen, aber es sind bestimmt noch ein paar spannende Sachen dabei. Fangen wir an. Mein Name ist Alexander Sossner. Ich arbeite seit 4 Jahren bei einem mittelständischen IT-Dienstleister, mittlerweile als Projektleiter, aber ich habe immer noch spannende technische Aufgaben. Und wer ein bisschen finden möchte, was ich sonst so mache, kann bei GitHub gerne mal gucken. Fangen wir mit PostgreSQL an. PostgreSQL, also gibt einen kurzen Überblick. Und danach, also was Postgres ist, ich gehe auf ein paar Features ein und danach auf Problemstellungen für den Produktivbetrieb und Beispiele für Lösungen. Also PostgreSQL ist ein Datenbankmanagementsystem, es ist erweiterbar und dadurch sehr gut anpassbar. Die Ursprünge lagen in einem Forschungsprojekt in Berkeley in den 70ern. Wichtig ist, es ist unter einer BSD-Lizenz, was dazu geführt hat, dass es im Laufe der Jahre sehr, sehr viele kommerzielle Forks gab und auch als Grundlage für andere relationale Datenbankmanagementsysteme hergehalten hat. Zum Beispiel über Illustra in Informix Universal Server. Seit Mitte der 90er Jahre haben wir eine Community-basierte Entwicklung, die tatsächlich von einer freien Community und nicht von einem oder einzelnen wenigen Unternehmen bestimmt wird. Die Entwicklung, wird von der PostgreSQL Global Developer Group koordiniert. Es gibt ein 5-köpfiges Core-Team, das die Richtung vorgibt und sich über die Architektur Gedanken macht, wie vorgegangen wird. Und seit einiger Zeit gibt es ein 3-köpfiges Release-Team, das sich darum kümmert, die Release-Zyklen einzuhalten. Es gibt einen etwa jährlichen Release-Zyklus. Manchmal kann es auch passieren, dass es in einem Jahr 2 Release gibt, also zum Beispiel ganz am Anfang des Jahres und ganz am Ende. Aber ungefähr einmal im Jahr gibt es einen Major-Release. Und die werden dann 5 Jahre lang offiziell supported. Patches gibt es vierteljährlich. In ganz kritischen Ausnahmefällen können die auch mal on demand kommen. Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Deswegen kann man mit den Patches eigentlich sehr gut planen. Also ich weiß im Vorfeld, wann kommt mein Patch-Release und kann das für ein Minor-Update einplanen. Wie ich eben schon gesagt habe, ist ein Community-basiertes Projekt. Das heißt, es gibt nicht einen Hersteller, aber es gibt mittlerweile sehr viele Unternehmen, die kommerziellen Support anbieten. Und da hat man als Nutzer eigentlich die freie Auswahl und kann sich danach richten, wessen Modell oder wessen Personalien einem am besten gefallen. Und ist nicht an eine oder an wenige gebunden. Es gibt auch eine ganze Menge Forks. Bei Open-Source-Projekten muss man mal gucken, was gibt's für eine Metrik, um so ein Open-Source-Projekt zu bewerten. Also bei aktuellen Sachen kann man ja gucken, haben die eine schöne I/O-Domain oder wie viele Sterne haben die auf GitHub. Da PostgreSQL ein bisschen älter ist, da gab es noch keine Sterne auf GitHub und keine I/O-Domains. Darum kann man gucken, was gibt's an Forks. Und da gibt es eine ganze Menge, sowohl freie als auch proprietäre. Es gibt Forks, die ändern nur extrem wenig und welche, die ändern extrem viel. Welche, die sind oder möchten gerne allgemeingültig sein, andere bedienen Nischen. Was aber ganz interessant ist, Postgres ist durch seine gute Erweiterbarkeit und vor allen Dingen hat sich die Erweiterbarkeit in den Jahren auch verbessert, sind noch einige Forks weggefallen, weil man die Funktionalität des Forks einfach in einer Extension machen kann. Also zum Beispiel der Fork von Citus ist jetzt eine Extension, das heißt, ich kann mein Vanilla Postgres nehmen und wenn ich die Spezialfeatures brauche, dann lade ich halt die Extension und brauche nicht mehr einen kompletten Fork zu benutzen. Ich habe mir eine ganz kleine Auswahl von Features. Das hat eine sehr gute Abdeckung des SQL-Standards. Was ich sehr praktisch finde, einen kostenbasierten Query-Planer, mit dem ich mir sehr gut auch im Zweifel feintunen kann. Ich kann mir angucken, was mal wird aus einer Query gemacht, wie wird die ausgeführt, kann mir angucken, wo geht die Zeit drauf, überlegen, wo vielleicht das Problem ist und da einen ganz guten Eindruck gewinnen. Eine Sache, die auch für Datenbanksysteme nicht ganz normal ist, transaktionale Änderungen also DDL ist transaktional. Das heißt, ich kann machen Beginn, dann fange ich an, mit Data Definition Language mit Tabellen zu machen oder zu manipulieren, kann ausprobieren, ob die so arbeiten, wie sie wollen, wie ich das erwarte oder einfach nur irgendwas testen und kann im Zweifel ein Rollback oder ein Commit machen und dann ist es da, sind die ganzen Änderungen halt auf einmal persistent da oder sind halt nie passiert. Das ist auch ein sehr gutes Feature, wenn man auf ein Produktivsystem oder auch selbst auf seiner größeren Testinstanz mal was ausprobieren möchte.
Ja, es gibt eine ganze Menge prozedurale Sprachen. Also ich muss auf der Datenbank selber, kann ich nicht nur SQL benutzen. Es gibt auch zum Beispiel an Oracle angelehnt PGSQL, aber es gibt eine ganze Menge andere Sprachen. Also ob ich jetzt lieber Python, Perl oder Bash benutzen möchte, das kann ich alles auf der Datenbank selber machen. Ja, aber das wichtigste Feature für mich ist es Rock Solid. Ich habe einmal eine Absturzsicherheit und da denken jetzt auch alle, ja super, ist ein Feature aus den 80ern. Aber da habe ich gleich mal zwei Beispiele mitgebracht, warum das vielleicht nicht immer oder warum man das als selbstverständlich ansieht, wenn es das gar nicht ist. Wir haben schon etwas länger Storage-Checksum. Das muss ich noch beim Anlegen meiner Instanz sagen. Aber dann werden für alle Pages, die geschrieben werden, Checksummen gemacht. Das heißt, ich kann mitkriegen, wenn meine Daten silently corrupten, weil beispielsweise die Festplatten Fehler machen oder die CPU oder doch irgendeine andere Komponente, der RAID-Controller, doch mal ein paar Einsen und Nullen kippt. Dann kann ich das mitkriegen und habe spätestens, wenn ich meine Backups mache und auf die kaputten Pages zugegriffen wird, kriege ich das mit und habe nicht jahrelang Backups mit korrupten Daten im Rechenzentrum liegen und merke es halt erst beim Restore. Oder merke es sogar erst noch viel später, wenn ein Anwender einen inhaltlichen Fehler bemerkt. Ja, und ich habe eine sehr gute Isolation der Nutzer gegeneinander durch Multiversion Concurrency Control. Hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, ist schon ein bisschen älter, von 2011. Da hat der Joshua Drake auf der Postgres-Mailingliste was gepostet. Im Wesentlichen zusammengefasst, da ist ein Rechenzentrum ausgefallen, weil die Stromversorgung zusammengebrochen ist. Und danach wurde alle Rechner wieder hochgefahren. Und er zieht so ein kleines Resümee, bei welchen Systemen man Hand anlegen musste. Und sein Resümee war, dass er bei den Postgres-Maschinen nichts tun musste. Die kamen einfach wieder hoch. Und bei anderen Systemen musste man ein bisschen was machen. Und bei ganz anderen musste man eine Ecke mehr machen. Und direkt auf diese Meldung hat sich noch ein anderer auf der Mailingliste gemeldet, der ein paar Jahre vorher, ich glaube im Jahr 2008, dasselbe Problem hatte. Da ist auch ein Rechenzentrum mit 500 Maschinen ausgegangen und musste einmal wieder gebootstrapped werden. Und da hat sich genau dasselbe gezeigt, dass Postgres eben da extrem widerstandsfähig ist und keine händischer Eingriff vonnöten ist. Und das ist auch das, was ich bestätigen kann. Wenn mal schlimme Dinge passieren, dann hat man in der Regel mit vielen Systemen Probleme, mit Postgres aber nicht. Ja, Erweiterbarkeit hatte ich eben schon gesagt. Es gibt eine API, es gibt Hooks für diverse Sprachen. Also ich kann in SQL schon Sachen machen, ich kann in C Dinge tun. Ich kann mir beispielsweise eigene Datentypen, da brauche ich auch im Zweifel gar kein C anfassen, das kann ich mit SQL machen. Ich kann mir sogar neue Indextypen machen. Also wenn ich einen Spezialdatentyp mir gemacht habe, dann möchte ich vielleicht einen darauf optimierten Index bauen, der diesen Datentyp oder meine bestimmten Anforderungen sehr gut umsetzt, bauen. Das sind Anwendungsfälle, wo Leute früher zum Teil überlegt haben, sich eine eigene Mini-Datenbank für meinen Spezialfall zu machen. Das kann ich hier relativ einfach auf dem Framework im Prinzip aufbauen. Eine andere Sache, die sehr, sehr gut ist und sehr, sehr viel benutzt wird, sind Foreign Data Wrapper. Damit kann ich Fremddatenquellen einbinden. Es kann zum Beispiel eine andere Postgres-Datenbank sein. Eine Sache, die ganz gerne benutzt wird, ich habe beispielsweise einen Server mit schnellem Storage, der die businesskritischen Daten hält, also die Daten, die oft abgefragt werden. Und ich habe einen Archivserver, der kann langsamer sein oder sehr viel Storage haben. Ich kann da andere Backup-Mechanismen machen, wo meine Altdaten liegen. Beispielsweise migriere ich alle einmal im Jahr die Altdaten, die nicht mehr für den Tagesbetrieb benötigt werden, auf das Backup oder auf das Altsystem oder das Archivsystem. Meine Anwendung kann aber weiterhin mit einem System reden, weil diese Archivdaten transparent in den Hauptserver oder in den Server, der die Tagesdaten hat, eingebunden werden. Das heißt, die Anwendung merkt gar nicht, dass die Daten auf verschiedene Rechner verteilt sind. Ich habe bei Postgres out of the box noch kein automatisches Sharding, aber ich kann sowas halt für meinen Anwendungsfall von Hand machen. Eine andere Möglichkeit, genauso wie ich eine andere Postgres einbinden kann, kann ich auch ganz andere Datenquellen einbinden. Zum Beispiel kommerzielle Datenbanken wie Oracle oder Informix. Ist auch ganz interessant. Ich habe beispielsweise eine monolithische Architektur. Ich habe irgendeine zentrale Datenbank, wo alle meine wichtigen Geschäftsdaten drin sind. Und ich habe eine businesskritische Anwendung in Oracle, die auf diese Oracle zugreift. Und jetzt möchte ich vielleicht neue Anwendungen entwickeln, die analytische Sachen machen. Und jetzt bin ich in der Zwickmühle. Entwickle ich die wieder gegen die Oracle? Oder versuche ich vielleicht ganz irgendwie auf ein anderes Datenbanksystem zu gehen? Und da kann man so eine Zwischenlösung machen. Man kann einen Postgres-Server daneben stellen, der die relevanten Daten aus der Oracle per Foreign Data Wrapper einbindet. Dann kann ich meine neuen Anwendungen gegen die Postgres laufen lassen,
aber der Datenbestand wird immer noch in der Oracle gehalten und ich kann meine proprietäre Spezialsoftware weiterhin gegen die Oracle benutzen. Ist auch für Migrationen mit niedriger Downtime interessant. Und für analytische Dinge ist es ganz interessant, dass ich auch ganz andere Datenquellen einbinden kann. Also eine Sache, die immer wieder vorkommt, ist zum Beispiel CSV. Also wenn ich einen großen Testdatenbestand habe, mehrere Terabyte als CSV, und ich möchte nur einzelne Sachen daraus queryen, dann brauche ich nicht die ganzen Daten erstmal importieren, sondern ich kann diese CSV-Datei als Tabelle einbinden und ich sehe die in meiner Postgres wie eine Tabelle. Natürlich performt das nicht so gut, als wenn die in der Postgres-Datenstruktur wäre. Also das ist offensichtlich, aber ich kann so relativ einfach auf solche Daten zugreifen. Ich habe schon gesagt, es gibt eine ganze Menge Erweiterungen. Es gibt einige, die von der Postgres-Community selbst mitgepflegt werden, zum Beispiel pg-start-statements. Und es gibt auch andere Anwendungen, die von Drittanbietern, oder die meisten werden natürlich von Drittanbietern gepflegt. Viele sind Open Source, einige sind kommerziell. Einige richten sich an einen sehr, sehr weiten Kreis, also beispielsweise pg-start-statements. Damit erhalte ich Statistiken über meine Statements. Ich kann mir angucken, was war das Statement, was ist das langsamste Statement in der letzten Aufzeichnungsperiode oder welches Statement hat insgesamt am meisten CPU-Zyklen verbraucht, solche Sachen. Es gibt aber auch eher spezielle Sachen, zum Beispiel pg-rage-terminator. Damit kann ich automatisch Backend-Verbindungen beenden, um zu testen, ob meine Anwendung damit klarkommt, wenn die Queries einfach abbrechen oder so eine Verbindung mal beendet wird. Was in der Anwendung ja relativ einfach zu realisieren ist, was aber selten getestet wird und dann bei einem Netzwerkproblem zu einem Problem in der Anwendung führen kann. Genau, jetzt wollte ich ein paar Worte über Hochverfügbarkeit verlieren. Da muss ich aber leider eine Slide vorhängen, denn Hochverfügbarkeit bedeutet für die meisten oder für viele Leute was anderes. Wenn ich an Hochverfügbarkeit denke, denke ich an Gesamtsystem. Und am Ende ist in der Regel irgendein menschlicher Nutzer, der möchte irgendwas mit dem System tun und das soll er ohne Einschränkung tun können. Und dahinter gibt es einen Stack, der muss nicht unbedingt komplett funktionieren. Da kann es auch Systeme geben, die redundant sind, aber das Ergebnis muss sein, der Endanwender muss mit der Endanwendung arbeiten können, ohne Unterbrechung oder irgendwelche Einschränkungen. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die dieses Ziel verhindern. Die Sachen, wo viele Leute relativ schnell dran denken, sind Hardware- oder Softwareausfälle. Das kann zum Beispiel eine CPU ausfallen, das Netzwerk kann ausfallen, ein Prozess kann abstürzen. Gegen sowas muss ich mich absichern. Aber ich muss halt auch an andere Sachen denken. Also beispielsweise gibt es Sachen, die häufiger auftreten als Hardwareausfälle, zum Beispiel Wartung. Also ich habe eben gesagt, es gibt bei Postgres 4-mal im Jahr Miner-Updates. Jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich für ein Miner-Update eine große Downtime habe, dann kann es das ja eigentlich nicht sein, wenn das meine Anforderungen widerspricht. Oder ich muss das Betriebssystem aktualisieren. Habe ich dadurch Downtimes? Wie kann ich das verhindern? Und dann gibt es noch andere Sachen. Ist die Anwendung durchgehend verfügbar, auch wenn es vielleicht Änderungen im Betrieb gibt? Also beispielsweise Schemaänderungen, kann ich die möglichst schnell machen? Oder Indizierung, das geht bei Postgres auch im Hintergrund. Da brauche ich nicht die Anwendung für anzuhalten, genauso wie Backups. Das sind Sachen, die man auch mit berücksichtigen muss, um die Gesamtverfügbarkeit hochzuhalten. Auch Resource-Seiten, das fehlt jetzt hier auf der Slide. Ja, für HA gibt es verschiedene Möglichkeiten und wie immer in der Informatik kann man jedes Problem durch eine weitere Schicht Indirektion lösen. Denn bei dem Hochverfügbarmachen von Datenbanken oder überhaupt von Systemen, die State halten, ist das große Problem der State. Wenn ich ein System habe, das stateless ist, zum Beispiel ein Application Server, dann ist es relativ leicht, den hochverfügbar zu machen. Ich stelle einfach mehrere hin, packe einen Load Balancer davor und kann die Anfragen auf die Systeme verteilen. Das Problem bei gerade Datenbanken ist, dass die terabyteweise State haben können. Und ich muss mich halt um diesen State kümmern. Eine einfache Möglichkeit ist, das Problem einfach an eine andere Schicht an Indirektion zu verschieben, in dem Fall auf den Storage. Wenn ich einfach sage, ich nehme Shared Storage und dieser Shared Storage ist per Definition hochverfügbar, weil das steht halt auf der schwarzen Kiste drauf, die wir gekauft haben, dann kann ich das relativ einfach machen. Früher hat man das so gemacht, dass man zwei Hardware-Server dahingestellt hat und wenn der erste hat das Storage gemountet, und wenn der ausgefallen ist, dann mountet halt der zweite, dann mountet man auf dem zweiten das Storage und startet die Datenbank wieder. Das kann man heute natürlich intelligenter machen mit VMs, die gestartet werden, mit Containern. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Ja, also der de facto Standard, gerade bei gerade bei Hochlastsystemen, die sehr viel I.O. brauchen, ist Streaming Replication. Denn da kann ich Systeme nehmen, kann ich mich selber um den Storage kümmern. Also ich kann zum Beispiel direkt angebundene NVMe-SSDs nehmen. Oder bin zumindest nicht auf so ein hochverfügbares Shared Storage angewiesen. Und dabei habe ich eine Datenbankinstanz und alle Daten in dieser Datenbankinstanz werden auf beliebig viele andere Server repliziert.
Ich habe hier die Einschränkung, dass alle Daten repliziert werden. Also wenn ich auf dem einen Datenbank, auf der einen Instanz drei Datenbanken habe, werden alle drei Datenbanken repliziert und auch alle Tabellen. Ja, ich kann das synchron oder asynchron machen. Wenn das synchron passiert, dann wartet der Master, dass die angegebene Anzahl an Standbys, die synchron sein sollen, die Daten auch in ihr System eingespielt haben. Das ist eventuell nicht so performant, weil ich halt Netzwerklatenzen mir da reinhole. Also der TCP-IP-Roundtrip ist dabei. Der Standby muss die Sachen empfangen, er muss sie verarbeiten, er muss dem Master zurückmelden, dass er es getan hat. Die Latenz habe ich mindestens. Für viele Anwendungen spielt das aber keine so große Rolle, dann kann ich das machen. Ansonsten gibt es die asynchrone Replikation. Da wartet dann der Master nicht darauf, dass eine bestimmte Anzahl Standbys die Daten empfangen haben, sondern arbeitet einfach weiter. Muss man eine Anforderung festmachen. Der Vorteil ist, ja? Eine Bemerkung, bei der Standard-Application müssen die Slaves exakt gleich sein wie der Master. Die Anmerkung war, bei der Streaming-Replication müssen die Standbys exakt gleich sein wie der Master. Das heißt, die Architektur meinen. Ja. Ja. Da komme ich nämlich jetzt gleich noch drauf, habe ich Architektur. Ja, hier unten habe ich es nämlich bei der Logical Replication als Vorteil hingeschrieben. Also bei der Streaming Replication, es werden Binärdaten übertragen. Das heißt, es muss binär kompatibel sein. Das heißt, selbe Architektur, nach Möglichkeit selbes Betriebssystem, gegen dieselbe libc gebaut. Ansonsten kann es da zu bösen Überraschungen kommen. Das ist nämlich der Vorteil bei der Logical Replication. Da werden die Daten in eine logische Repräsentation umgewandelt. Das geht einmal architekturunabhängig, also die Architektur ist egal, gegen welche libc ich das gebaut habe, ist egal, Betriebssystem ist egal und ist sogar versionsübergreifend. Also ich kann dann beispielsweise von Postgres 10 nach Postgres 11 replizieren. Der Nachteil an dieser Sache ist, das ist mit Aufwand verbunden. Also ich habe noch einen weiteren Vorteil, ich kann auch Filterung machen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur folgende Datenbank, ich möchte nur folgende Tabelle, ich möchte nur Nutzer, deren IDs Primzahlen sind, replizieren. Das kann ich dann voll einbauen. Der Nachteil ist allerdings, das ist mit Overhead verbunden. Die Datenbank muss für diese Replikation Operationen durchführen. Die muss sich die Daten angucken, die muss sie in ein logisches Format überführen, die muss Entscheidungen treffen, welche Daten werden repliziert, welche werden nicht repliziert. Und die Gegenseite muss wieder diese logische Repräsentation nehmen und sie in die physische Repräsentation überführen, die auf der Platte liegt. Also es ist ineffektiver, also es ist weniger performant, bietet aber mehr Möglichkeiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich das durch die versionsübergreifende Replikation benutzen kann, um Major-Updates mit relativ niedriger Downtime zu machen. Heute, wenn man sowas machen möchte, gibt es andere Krücken. Da kann man so Tools wie Slony nehmen. Damit kann man auch versionsübergreifend replizieren. Das ist aber triggerbasiert und relativ langsam. Da haben wir hier einen großen Vorteil. Logischen, da habt ihr ja wahrscheinlich kein SQL oder so, sondern wenn ich nur die ersten 10 Datensätze, dass das auch richtig ankommt, dass auch die gleichen 10 auf dem anderen sind. Habt ihr das gelöst? Also ist das konsistent auf jeden Fall? Das ist auf jeden Fall Konsistenz. Die logische Repräsentation ist nicht SQL. Ich weiß nicht, ist jemand im Raum, der weiß, in welches Format das überführt wird? Die Frage war, in welche logische Repräsentation das überführt wird und ob das konsistent ist. Also konsistent ist es auf jeden Fall. Ob die Reihenfolge eingehalten wird und welches Format es ist, kann ich gerade nicht sagen. Ja. Also die Frage war, bei der Streaming Replication kann man weder Betriebssystem noch Postgres-Updates ohne Downtime machen? Die Antwort ist, man kann nicht, also das kann man. Man kann das mit einer sehr niedrigen Downtime machen. Man kann nur nicht von einem Betriebssystem auf ein anderes replizieren. Das hat nichts unbedingt mit der Version des Betriebssystems zu tun. Also wenn Sie jetzt ein Debian benutzen oder ein CentOS und updaten das, also Sie updaten zuerst den Standby und dann den Master, das ist kein Problem. Ein Problem ist, wenn sich einige Sachen ändern, zum Beispiel wenn sich die libc ändert oder wenn sich Collations ändern, also zum Beispiel die Sortierreihenfolge von Sprachen. Also Sie haben für Deutsch haben Sie für UTF-8 oder so haben Sie vorgegeben, dass A kommt vor dem B. Dafür die ASCII-Zeichen sind noch relativ einfach, für andere Zeichen ist es halt nicht so einfach. Und das ist zum Beispiel auf Slash anders als auf Debian in einigen Versionen. Und wenn Sie dann von einem
Debian auf ein Slash replizieren, kann das sein, dass ihr Index falsch ist, weil diese Sortierreihenfolge nicht stimmt. Daher sollte man die Betriebssysteme nicht mischen bei der Streaming Replication. Ja, die kann sich ändern. Allerdings glaube ich, dass innerhalb vom Betriebssystem habe ich noch nie innerhalb einer Stable-Version von einem Enterprise-Betriebssystem habe ich noch nie gehört, dass es eine Inkompatibilität gab. Weil beispielsweise, wenn CentOS ein Update macht von CentOS 7.1 auf CentOS 7.1 irgendwas, dann werden solche einschneidenden Änderungen nicht gemacht. Allerdings gibt es so Probleme, zum Beispiel, ich glaube, von CentOS 6 auf CentOS 7 gab es eine Änderung der Sortierung und da gab es nämlich genau die Probleme. Ja. Es gibt dann auch Taktiken, wenn man zwei Server hat, wie man das mit einer sehr niedrigen Downtime macht, dass man den Standby updatet, dann auf den Standby schwenkt und dann den Master aktualisiert. Also wenn man jetzt Updates hat, die länger dauern. Genau, und was sind denn die Nachteile? Also das Problem, oder was fehlt? Das Postgres folgt so ein bisschen der Unix-Philosophie. Schreibe ein Computerprogramm, das eine Aufgabe erfüllt und die Aufgabe sehr gut erfüllt. Und das macht Postgres auch. Und das merkt man schon so ein bisschen an dieser Architektur mit Erweiterungen, dass im Core halt nur die Features integriert sind, die man braucht oder die von denen ausgegangen wird, dass die allermeisten Leute sie brauchen. Und Sachen für Spezialfälle oder die Performance beeinträchtigen, aber einem weitere Informationen geben, die manchmal vielleicht nicht gebraucht werden, ausgelagert werden. Und so ähnlich ist das auch mit dem Tooling. Also bei anderen Datenbanken ist man vielleicht gewöhnt oder bei anderen Systemen ist man vielleicht gewöhnt, dass, ich glaube, der Ton ist gerade ausgefallen. Einfach weiterreden? Okay, also bei anderen Datenbanksystemen ist man vielleicht gewöhnt, dass man einen ganzen Satz an Tooling dazu bekommt, inklusive Web-GUI und kompletter Backup-Suite. Das ist bei Postgres halt eben nicht so. Es gibt einen kleinen Satz an Core-Tools. Aber da kommen wir jetzt einmal drauf zu. Denn Postgres existiert nicht im luftleeren Raum. Also da fehlt noch ein bisschen was. Ich habe einmal ein Betriebssystem drunter, inklusive Updates, die für das Betriebssystem gemacht werden. Ich brauche Support, ich brauche eventuell Hilfe bei Migrationen. Wir haben ja gerade schon einmal angesprochen, dass es bei der Migration von einer Major-Version von eines Betriebssystems auf eine andere Probleme geben kann. Und es kommen eine ganze Menge Sachen mit, also zum Beispiel Service Manager. Früher haben wir Sys5 benutzt, mittlerweile eigentlich durchgehend Systemd. Ich habe für Postgres sehr wichtig den File-System-Cache. Denn für Read-Anfragen wird da sehr, sehr stark drauf zugegriffen. Ich habe das Filesystem, was mitkommt. Und unten drunter habe ich natürlich noch einen Hypervisor oder eben echte Hardware. Daneben brauche ich ein Backup. Und zwar nicht nur Backup, sondern auch Restore, Retention und Management dafür. Wenn ich ein System habe, das eine gewisse Wichtigkeit hat, dann möchte ich auch ein Monitoring dazu haben. Und zwar einmal ein Event-Monitoring, also ich möchte merken, wenn schlimme Dinge passieren, also wenn zum Beispiel eine Festplatte ausfällt. Aber ich möchte gerade bei einer Datenbank auch ein Performance-Monitoring haben, damit ich merke, wenn gewisse gelistete Leistungsmetriken sich negativ verändern. Oder ich möchte, wenn ich ein Mehr-Knoten-Setup habe mit Standbys, möchte ich merken, wenn die Standbys langsam anfangen, hinter dem Master hinterher zu bleiben, weil sie die Last nicht mehr schaffen. Und solche Sachen möchte ich halt eben merken, bevor ich in einer Problemsituation bin. Dazu kommt noch so ein bisschen Reporting. Das geht ein bisschen auseinander. Also es gibt viele Leute, die interessieren sich da nicht so für. Andere finden das super toll, wenn die einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat einen Report gerendert kriegen, wo sie ein paar Informationen auslesen können. Also gerade die Webinterfaces nicht so gerne benutzen. Und dann gibt es noch Hochverfügbarkeit mit den verschiedenen Möglichkeiten. Und für all das drumherum bringt Postgres selber nicht ganz so viel mit, sondern da ist man auf Third-Party-Tools angewiesen. Genau, Postgres bringt einen kleinen Satz mit. Dadurch haben wir eine schlanke Basis. Wir haben eine sehr gute Anpassbarkeit an unsere eigene Umgebung und an unsere eigenen Prozesse. Also Postgres kann man beispielsweise auf kleinen Embedded-Geräten laufen lassen. Ich kenne einige Firmen, die setzen das wirklich auf sehr kleinen, leistungsschwachen Geräten ein. Ich kann das aber genauso gut auf andere, auf Commodity-Hardware oder auch auf sehr großen IBM-Maschinen laufen lassen. Man muss es halt entsprechend einstellen und im Zweifel halt für Spezialfälle Erweiterungen andocken. Die Nachteile sind ein bisschen, wenn ich anfangen möchte, Postgres in der Produktion zu benutzen, dann muss ich eine ganze Menge Designentscheidungen treffen. Also ich muss mir erstmal überlegen, was habe ich für Anforderungen, wie kann ich die umsetzen? Ich muss gucken, was gibt's für Tools, was haben die Tools für Vorteile, was haben die Tools für Nachteile, welche Sachen arbeiten vielleicht ganz gut zusammen, wie kann ich die verdrahten, wie mache ich meine Automatisierung, wie stelle ich sicher, dass das Gesamtsetup funktioniert, wie baue ich mir einen Test auf, dass das funktioniert
Und gerade wenn ich am Anfang da vielleicht falsche Entscheidungen treffe oder im Nachhinein gesehen falsche Entscheidungen treffe, ist es oft schwierig, die zu ändern. Gerade bei Datenbanken, weil die so viel, unter anderem so viel State halten und ein sehr kritischer Single Point of Failure sind, ist es im Nachhinein oft schwierig, diese Entscheidungen zu korrigieren. Einmal der Status quo, was bei uns Anfragen angeht von Interessierten, die ganz gerne zum Beispiel Postgres neu einführen möchten, weil sie von einem kommerziellen Datenbanksystem kommen oder weil sie ein neues Projekt haben und dafür eine Datenbank brauchen. Da ist es klassisch gesehen eigentlich so gewesen oder oft so gewesen, es sind größere Firmen, die eine langfristige Planung haben, also sie haben ein neues Projekt, das ist projektiert, die wissen relativ genau, dass es in 2 Jahren und 3 Monaten oder 9 Monaten anfängt zu laufen. Sie haben eine relativ genaue Anforderung, was für Leistungsmetriken sie haben wollen. Sie haben ausdefinierte Firmenprozesse. Sie wissen, was für eine Infrastruktur sie haben möchten, eine möglichst gute Integration haben. Das sind so die klassischen Anforderungen. Das ist für einen Consultant toll. Da kann man sich immer neue Sachen überlegen. Macht viel Spaß, kostet aber auch viel Zeit. Und die Anfragen haben sich in letzter Zeit ein bisschen geändert. Kann man zusammenfassen. Also die ersten gibt es natürlich immer noch. Aber es gibt sehr viele Anfragen von Kunden, die eine sehr zeitnahe Migration von einem kommerziellen Datenbanksystem haben wollen. Am liebsten noch innerhalb der aktuellen Abrechnungsperiode. Und der Fokus liegt nicht mehr darauf, so eine individualisierte, angepasste Lösung zu haben, sondern die möchten eher so ein Blueprint haben, das man zeigt, guck mal, so kann das sein, so sieht das aus, so spielt das zusammen, so kann man das erstmal benutzen. Und dann halt in der nächsten Abrechnungsperiode oder später halt gucken, dass man das dann so maßschneidert, wie es für den eigenen Bedarf passt. Die Frage war, von welchen Datenbanken wollen die weg? Von denen, die pro potenziell benutzbaren Core bezahlt werden müssen. gibt es schon sehr lange Interesse an Postgres, aber das häuft sich einfach aktuell ziemlich. Genau, und deswegen haben wir überlegt, so ein Blueprint, also so eine Beispielinstallation, wie man es machen könnte, bauen wir einfach mal auf, sodass sich das jeder angucken kann, ausprobieren, testen und auch in die Produktion übernehmen und dieses Customizing halt einfach später zu machen. Das Hauptziel war einfach, den Betrieb und den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Die Anforderung, es sollte ein in sich geschlossenes System sein, das man im Zweifel auch als Appliance irgendwo hinstellen kann. Aber also alle Komponenten sollen enthalten sein, keine Abhängigkeiten an firmenweites Monitoring. Allerdings sollten alle Komponenten sollten aufeinander abgestimmt sein. Und wir wollten möglichst so die Low-Hanging-Fruits, also das, was es alle haben wollen, abdecken und haben sehr wenig bis gar keine Zeit investiert, Nischen abzudecken. Oder das war die Anforderung. Genau, und wichtig war der modulare Aufbau, dass man es einmal im Nachhinein erweitern kann. Aber vor allen Dingen, dass man die Einzelkomponenten auch einzeln benutzen kann. Und das hat sich schon als sehr gut erwiesen, weil viele Leute haben uns angesprochen, haben gesagt, ja, wir haben ja schon eine Infrastruktur und wäre jetzt sehr viel Aufwand, also wir können erst in 5 Jahren komplett umwechseln, aber uns gefällt das Monitoring-Dashboard so gut oder uns gefällt das Reporting gut oder die Features von dem Backup-Pool gefallen uns gut, können wir genau diese Komponente haben. Oder uns gefällt das Monitoring sehr gut, aber wir benutzen Influx, kann man das nicht auch mit Influx machen. Und das hat sich schon als sehr, sehr fruchtbar erwiesen, einfach mal zu zeigen, was kann man machen und einfach mal ein Beispiel zu haben, wo Leute sehen können, was sie vielleicht auch möchten. Ja, und uns war es wichtig, dass es 100% Open Source ist, keine proprietären Komponenten, weder von uns noch von irgendjemand anderem. Und wir bieten natürlich langfristig auch kommerziellen Support dazu an. Ja, so zur Funktionalität. Wir haben einmal Monitoring, dann haben wir Datenbankadministration, also die Tools, die ein normaler DBA so im täglichen Leben braucht, um Schemaänderungen zu machen, Ad-Hoc-Queries abzusetzen, Nutzer anzulegen, sich meine Schema-Visualisierung anzugucken, diese Dinge. Wir haben Log-Auswertung, um Reports zu generieren und auch im Nachhinein mal zu gucken, wie hat sich das verhalten, was gab es für Auffälligkeiten in den Logs. Und Systemverwaltung, weil, wie ich das eben schon gezeigt hatte, unter der Datenbank, also auch wenn man im Moment von Serverless hört, unter der Datenbank läuft ein Betriebssystem und das hat seine eigenen Herausforderungen. Und zum Beispiel Benutzeranlegen auf dem Betriebssystem, Updates einspielen, das haben wir auch alles mit abdecken wollen. Es kam eigentlich erst ein bisschen später, aber ich zeige es mal zuerst. Wir haben ein zentrales Webinterface,
von wo aus man alle Komponenten ansteuern kann. Die meisten haben ein eigenes Webinterface. Allerdings ist das so quasi das Portal, wo man erstmal eine Gesamtübersicht bekommt und zu den einzelnen Komponenten kommt. Wir haben einen Single Sign-On mit PAM integriert, damit man das in seinen Konzern Single Sign-On integrieren kann. Da das am Anfang sehr wenig Funktionen hatte und eigentlich nur so eine Übersicht war, haben wir mit einfachem HTML und CGI angefangen. Das funktioniert auch. Allerdings ist es nicht mehr so richtig schön und wir haben schon, ein Kollege von mir hat schon eine API gebaut, mit so eine REST-API, mit der man wesentlich mehr schon steuern kann. Die API ist auch schon auf GitHub verfügbar. Es gibt nur noch kein umfassendes Webinterface dazu. Wer möchte, kann sich die aber gerne angucken. Ja, dann haben wir erstmal die PostgreSQL-Standard-Konfiguration angepasst oder passen die automatisiert an. Es gibt nämlich ein paar Sachen in Postgres, die muss man explizit einschalten. Beispielsweise Checksum, das machen wir standardmäßig an. Oder wir konfigurieren so vor, dass auch wenn Sie eine Einzelinstallation machen von einem einzelnen Server, dass Sie ohne Downtime im laufenden Betrieb Standbys anhängen können. Das geht mit der Default-Konfiguration auch nicht. Also Sie können dann, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt merken, oh, wir haben vielleicht doch ein Verfügbarkeitsproblem und möchten ganz gerne ein zweites System haben oder wir haben ein Leistungsproblem und möchten gerne Read-Queries auf ein anderes System auslagern, dann können Sie ohne einen Restart einen Standby anschließen. Sie installieren einfach auf dem zweiten System und verbinden sich über Streaming Replication und erzeugen so einen Standby. Genau, Replikation. Und wir haben einzelne Extensions bereits vorinstalliert und geladen. Ich glaube, geladen haben wir ausschließlich pgstatstatements. Das ist die Extension, die hatte ich am Anfang schon mal angesprochen. Da kann ich mir Statistiken über die abgesetzten Queries angucken. Also welche Query ist die langsamste, welche braucht am meisten Rechenzeit insgesamt. Diese Statistiken. Fürs Monitoring haben wir uns für ein relativ modernen Stack entschieden. Die Visualisierung erfolgt über Grafana. Auf Grafana kann man sich Dashboards selber zusammenbauen. Wir liefern schon mal einen Standard-Dashboards mit den aus unserer Sicht interessantesten Metriken einmal mit. Das kann man aber auch relativ einfach in der GUI verändern. Die Metriken selber werden mit Prometheus erhoben und gespeichert. Und wir benutzen zwei Exporter, also im Prometheus-Jargon heißt das Exporter. Das sind die Datenquellen, wo Prometheus sich die Daten herholt. Das eine ist der Node-Exporter, der kommt mit Prometheus mit. Das ist, also die alle drei Komponenten sind in Go geschrieben. Das sind kleine für sich eigenständige Executables. Der Node-Exporter liefert Metriken über das System selber, also sowas wie die Festplattentemperatur, CPU-Auslastung, diese Dinge. Und der SQL-Exporter spricht SQL gegen die Datenbank und liest über SQL verschiedene Metriken aus Postgres aus, beispielsweise die Statistiken zu den Queries oder die Informationen über die Standbys, also welchen Datenbestand welcher Standby hat oder die internen Wartungsprozesse aus Postgres. Diese Daten kommen per SQL. Den SQL-Exporter, der ist, also unsere Metriken sind natürlich für Postgres, der SQL-Exporter selber ist aber agnostisch, den können Sie also auch gegen andere Datenbanken verbinden. Sie müssen sich dann nur selber überlegen, welche Metriken Sie da gerne auslesen möchten. Da haben wir aber auch schon bei anderen Datenbanksystemen unterstützt. Hier ist mal ein kleiner Screenshot. Das sind die Dashboards in Grafana. Da kann ich aber auch gleich einmal rein switchen. Genau, wir haben hier oben im ersten Teil so Gauges, wie Instrumententafeln. Das sind einfach Metriken, wo wir uns gedacht haben, dass man auf einen Blick sehen kann, also wenn mit diesen Metriken irgendwas stimmt, dass mit dem Datenbanksystem wahrscheinlich irgendwas nicht stimmt. Es fängt an mit so Sachen wie CPU-Auslastung, Speicherverbrauch, dann in einem Graph, das ist der am meisten ausgelastete Mountpunkt. Also in der Regel haben Sie bei einem größeren Unix-System diverse oder Linux-System diverse Mount-Punkte. Sie haben wahrscheinlich, also bei einem Hochlastsystem, einen für die Daten, einen fürs Write-Ahead-Log, vielleicht einen fürs Backup eingebunden, weil Sie Ihr Backup so machen, andere Punkte. Deswegen haben wir hier den am meisten ausgelasteten einfach nur angezeigt. Es gibt aber auch Postgres-spezifische Metriken. Also beispielsweise können wir hier sehen, wann der nächste Freeze passiert. Wir können sehen, was ein ganz, ganz häufiger Fehler ist, wie viel Prozent der voreingestellten Connections verbraucht sind. Also das sind so klassische Fehler. In Postgres muss man vorgeben, wie viele Connections maximal erlaubt sind.
anhand dieser Zahl bestimmt man auch oft ein bisschen die Speicherverwaltung. Also man sagt, anhand dieser Zahl und der Ressourcen, die man zur Verfügung hat, sagt man, wie viel Speicher eine einzelne Verbindung haben darf. Deswegen ist die Zahl relativ wichtig und viele Leute konfigurieren die halt nicht oder falsch. Und hier kann man relativ schnell sehen, ob beispielsweise die Verbindungen aufgebraucht sind. Also ob sie zu viele Application-Server-Slots aufgemacht haben auf dem Datenbank-Server und das nicht mehr weitergeht. Also wenn ich sehe, dass das hier im roten Bereich ist oder darauf zuläuft, dann weiß ich, dass ich eventuell ein Problem kriegen kann, muss mal rausfinden, ob dieses Kontingent erschöpft werden kann. Wenn ich aber sehe, dass das schon im roten Bereich ist, dann weiß ich, dass schon Application-Server oder User abgelehnt werden, wenn sie sich mit der Datenbank verbinden wollen. Da kann ich relativ schnell Sachen sehen. Es gibt aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel für die Archivierung. Hier unten sehe ich, wie viele Wahlfiles archiviert werden müssten, aber noch nicht archiviert sind. Komme ich gleich noch zum Point-in-Time-Recovery. Das sind so die Metriken auf einen Blick. Hier unten sehe ich zum Beispiel, wie weit der Standby, der am weitesten hinterherhängt. Ja, und hier drunter kommen dementsprechend die Graphen, wo man die Sachen sich ein bisschen näher angucken kann. Erstmal CPU, Memory. Da können wir am Ende nach der Präsentation, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit haben, können wir das gerne mal komplett durchgehen. Genau, dann haben wir die Datenbankadministration. Da benutzen wir das Tool PGAdmin 4. Wer Postgres schon länger benutzt, kennt wahrscheinlich PGAdmin 3. Das ist eine Desktop-Applikation, die erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Ich kann da leider nicht so mitreden. Ich kenne es, ich benutze es auch schon mal, aber ich selber benutze lieber PSQL. Das ist die neuere Version. Die alte wird nicht mehr weiter gepflegt, upstream. PGAdmin 4 hat einen großen Vorteil. Es ist eine Web-Applikation. Das heißt, ich kann es auf dem Datenbankserver oder auf einem anderen zentralen auf einem zentralen Webserver laufen lassen. Ich kann mich von da aus zu beliebigen anderen Datenbanken verbinden. Und der Endbenutzer oder der DBA braucht halt keine Applikation mehr auf seinem Gerät installieren, sondern der braucht nur einen Webbrowser, um die Web-Oberfläche zu bedienen. Es gibt auch eine Desktop-Version. Das ist aber im Prinzip ein Web-Server mit einem Webbrowser kombiniert. Also es ist dann die Web-Applikation läuft dann einfach auf dem Endbenutzergerät. Das ist so, was die Postgres-Administration angeht, State of the Art. Allerdings muss ich sagen, leider hat PGAdmin 4 noch nicht alle Funktionen so umgesetzt wie PGAdmin 3. Also gerade die Leute, die es häufiger benutzen, sind, glaube ich, noch nicht ganz so zufrieden. Zumindest höre ich das so raus. Allerdings hoffe ich, dass sich das in der Zukunft noch ändert. Die ganzen Basics funktionieren natürlich. Nur die Personen, die halt PGAdmin 3 schon gewöhnt sind, benutzen es gerne im Moment noch weiter. Da muss man nur wenn man eine aktuelle Postgres-Version benutzt, eine kleine Sache rauspatchen, denn die haben hardcodiert, welche Postgres-Versionen unterstützt werden. Deswegen also mittellangfristig ist das auch der Weg. Genau, fürs Backup benutzen wir PG Backrest. Das ist ein Tool, das auf den Funktionen von Postgres mit Physical Backup und Wahlarchiving aufbaut. Also physikalische Backups kann ich in Postgres schon machen. Und Wahlarchiving ist auch integriert. Allerdings ein paar Features fehlen. Und zwar erstmal das Management, dass ich das einfach verwalten kann, auch für mehrere Server und eine Retention Policy verwalten kann, ist überhaupt nicht integriert. Wichtig ist Compression, also sowohl on-disk als auch im Netzwerk. Das heißt, dass das Backup schon komprimiert wird, wenn es noch auf dem Datenbankserver ist und ich Network Bottleneck verhindern kann. Aber auch das spätere Backup will den möglichst wenig Platz wecken. Ich habe genauso hier Checksumming, dass ich also merke, wenn es eine Korruption gibt. Ich habe Encryption, was wichtig ist, wenn ich dem Storage-System nicht traue. Also es reicht ja oft, dass es eine andere Abteilung ist oder dass der Personenkreis, die auf das Storage-System können, wesentlich größer sind, dass ich eine Encryption brauche. Wenn ich so etwas Modernes mache, wie zum Beispiel mein Backup zu einem Drittanbieter zu schieben, wie zum Beispiel Amazon S3, dann ist es eigentlich zwingend erforderlich, dass ich es vernünftig verschlüssel. Darum ist es auch sehr wichtig. Und ich kann vor allen Dingen überlegen, dass ich neben Full Backups noch Differential oder Incremental Backups mache. Da muss ich natürlich einmal kurz überlegen, wenn ich eine sehr große Datenbank habe, die sich quasi nie ändert, dann sind Differential oder Incremental Backups für mich super, weil ich immer nur das Diff speichern muss. Wenn ich mich aber gerade um eine sehr kleine Datenbank kümmere, so ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe die zentrale Nagios oder Isinga Datenbank, die ist vielleicht nicht groß, aber ändert sich kontinuierlich, da möchte ich halt durchgehend Full Backups machen, weil die Incremental Backups mitunter viel, viel größer sind als der Gesamtdatenbestand. Das kann man sich selber gerne überlegen. Wir haben das automatisiert. Und zwar haben wir da, also erstmal kann man das im Webinterface relativ einfach einschalten, wenn man möchte. Es gibt hier einfache Hebel.
um erstmal das Backup einzuschalten. Erstmal die Archivierung für Point-in-Time-Recovery, Full-Backups oder Incremental-Backups. Und das Ganze ist nur eine Oberfläche für Systemd, denn diese Aktionen sind abgebildet als Systemd-Timer. Und ich kann dann über Systemd auch vorgeben, was ich möchte. Also ich kann beispielsweise sagen, ich möchte, dass jeden Sonntag ein Full-Backup gemacht wird und jeden Dienstag möchte ich ganz gern ein Incremental-Backup haben. Das muss ich aber im Zweifel pro Datenbank oder pro System anpassen, weil ich ganz andere Lastszenarien habe. Wichtig war uns nur, dass der Nutzer, der es einfach mal ausprobieren möchte, einfach von Anfang an, ohne sich da viel Gedanken zu machen, Backups machen kann und dann auch in Zukunft die Retention Policy sehr einfach für sich selber anpassen kann. Genau. Reports. Ich hatte eben schon gesagt, Log-Auswertung. Da haben wir uns für pgBadger entschieden. Das ist ein Tool, das die PostgreSQL-Logs analysiert, parst und daraus HTML-Reports generiert. Reports sind im großen Teil statisch. Es gibt auch einige, sind natürlich statische Daten, drin, gibt einige interaktive Elemente, wo aus den Daten noch Diagramme gerendert werden, also beispielsweise, wie viele Fehler sind aufgetreten, was waren das für Fehlerklassen, was für Statements haben wie lange gebraucht, also er kann diese Informationen auch wieder parsen. Damit über pgBadger überhaupt irgendwas zum Auswerten hat, muss das Logging der Datenbank entsprechend eingestellt werden. Das haben wir natürlich vorkonfiguriert, sodass pgBadger auch Informationen hat, die ausgelesen werden können. Wir haben hier die automatische Generierung auch wieder über Systemd realisiert. Das heißt, es gibt einen Systemd-Timer, der erzeugt jeden Tag einen Tagesreport und jede Woche gibt es einen Wochenreport. Sie haben dann also eine Kalenderübersicht, wo Sie sich entweder von jedem Tag des Jahres oder von jeder Kalenderwoche des Jahres einen Report angucken können. Für jeden Cluster gibt es einen eigenen Report, also wenn Sie mehrere Cluster betreiben, gibt es für jeden halt einen eigenen Report. Ja, Plattform-Support. Das im Prinzip Gesamtpaket supporten wir im Moment für Debian und Ubuntu. Das war für uns die niedrig hängendste Frucht, da wir sehr viele Debian-Developer haben und da versiert sind, haben wir damit angefangen. Es ist aber für dieses Jahr noch geplant, dass wir auch Red Hat und CentOS 7 unterstützen. Wenn man allerdings nur Datenbankserver in sein Management und Monitoring einbinden möchte, dann ist es sehr viel einfacher, denn auf dem Datenbank, wenn man das aufsplitten möchte, im Moment habe ich das so gezeigt, dass alles auf einem System läuft, ist zum Ausprobieren und für einen sehr einfachen Einstieg natürlich das Leichteste. Man kann das aber auch aufsplitten, dass beispielsweise das Monitoring und die Management-Tools auf einem Server laufen und man verschiedene Datenbankserver hat. Und was auf den Datenbankservern selber laufen muss, ist sehr viel weniger. Das ist einmal Postgres selber und Prometheus-Exporter, der die Metriken ausliest, beziehungsweise noch der Node-Exporter. Diese Komponenten sind aber eigentlich für alle gängigen Betriebssysteme vorhanden. Wir haben das bei Kunden schon installiert auf Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS und auch Slash. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es für alle anderen gängigen Plattformen auch sehr, sehr einfach ist zu portieren, wenn es nicht schon da ist. Ist nur nicht dokumentiert, wie man die Systeme dann einbindet. Da muss man halt in die Dokumentation der einzelnen Komponenten gucken. Genau. Sizing. Also wenn man das einfach nur ausprobieren möchte, dann reichen Minimalsysteme, also minimale VM mit einem Core ist durchaus ausreichend, um einfach mal ein bisschen rumzuspielen. Für kleine Anwendungen muss man sagen, es gibt, da alle Komponenten auf einem System standardmäßig installiert werden, gibt es einen gewissen statischen Overhead. Ich habe das Monitoring, ich habe die Backup-Tools, ich habe das Reporting. Also es gibt schon einen gewissen Overhead. Darum würde ich sagen, so 2 Cores, 2 GB Memory, da kann man auch ein kleines Produktivsystem, das wenig Last ab kann, weil oft hat man ja auch Minimaldatenbanken schon mit betreiben. Und für wirklich Produktivsysteme muss man sowieso immer nach der Workload des Systems gehen. Ich glaube, da fällt der Overhead der Komponenten, die wir ausgewählt haben, quasi nicht mehr ins Gewicht. Genau. Also, wir haben auch gute Erfahrungen gemacht, sowohl mit virtualisierten Umgebungen als auch mit Bare Metal. Da gerade Postgres eine der Anwendungen ist, je nach Workload, wo man auch die Kapazitäten von einem Bare Metal System mit Direct Attached Storage sehr gut auslasten kann. Und im Vergleich zu NAS-Systemen hat man oft auch geringere Latenzen. Also wenn Latenzen ein Problem sind. Genau. Ja, wie sieht's aus? Was kommt? Wie sieht die weitere Entwicklung aus? Ich hatte es eben schon einmal angeschnitten. Wir möchten weg von dem CGI, sondern eine vernünftige REST-API haben mit einem entsprechenden Interface, über das auch mehr
Änderungen durchgeführt werden können. Also Mensch hat das ja eben schon angesprochen, muss Customizing in der Regel über die Systemd-Config gemacht werden oder auch Änderungen am Datenbanksystem müssen noch über die Postgres-Tools bzw. den Texteditor vorgenommen werden. Das soll in Zukunft auch über das Webinterface möglich sein. Genau. Und dann die einfache Multi-Host-Verwaltung. Im Moment die Out-of-the-Box-Installation ist Single-Host. Ich kann zwar jetzt schon sagen, ich habe einen Host, da installiere ich folgende Komponenten. Das sind alles übrigens eigene Pakete. Es gibt ein Meta-Paket, das alle Pakete nachzieht. Dann haben Sie das Gesamtsystem fertig konfiguriert. Sie können aber auch die einzelnen Komponenten getrennt installieren. Das ist aber noch mit manueller Konfiguration und ein bisschen Aufwand verbunden. Das möchten wir vereinfachen, dass Sie einfach sagen, okay, das ist ein Management-System. Dann können Sie ein Management-System aufsetzen, sagen, das ist ein Datenbanksystem. Dann sagen Sie einfach Datenbanksystem. Und das ist mit möglichst wenig Interaktion passiert. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, wann ist es vielleicht nicht so geeignet? Und das lässt sich ganz gut zusammenfassen, wenn man einen anderen Cluster-Manager benutzen möchte und einen anderen Instanz-Manager. Standardmäßig kommen die Debian-basierten Systeme mit einem Cluster-Manager, der heißt PostgreSQL Common. Der kümmert sich darum, wo liegt die Konfiguration, wo liegen die Daten, wie mache ich ein Major-Update? Also ich kann sagen PGLS-Clusters, dann zeigt er mir alle Postgres-Instanzen an, die ich habe. Ich kann sagen PG-Create-Cluster, dann legt eine neue Instanz an. Ich kann sagen PG-Upgrade-Cluster, dann wird die Instanz angehoben auf die nächste Major-Version oder die neueste. Und unser System basiert relativ stark auf diesem Manager. Wenn ich jetzt einen anderen benutzen möchte, also ich benutze zum Beispiel gar kein klassisches, lasse es gar nicht mehr auf einer klassischen Maschine laufen, sondern ich habe einen Kubernetes mit einem Postgres-Operator, wo sich der Postgres-Operator darum kümmert, wo Postgres gestartet wird und wie das läuft. Dann ist es natürlich nicht sinnvoll, das irgendwie containerisieren zu wollen, sondern dann hat man diese Logik und diese Funktionalität halt in seinem Postgres-Operator für Kubernetes. Genauso, wenn ich eine Postgres-as-a-Service-Lösung nehme oder irgendein anderes Management-System, das die Entscheidung trifft, wann das gestartet wird, wann das gestoppt wird, wie mit den einzelnen Komponenten umzugehen ist. Das heißt aber nicht, dass es dann komplett nutzlos ist, weil, wie ich eben schon mal angesprochen habe, kann man sich ja einfache Komponenten raussuchen. Also wenn einem das Monitoring-Dashboard sehr gut gefällt, dann kann man das genauso gut auf einem Prometheus und einem Grafana laufen lassen, das in einem Kubernetes läuft. Dann nimmt man sich die Konfiguration und das Tooling dafür raus und integriert das in seine eigene Infrastruktur. Dann ist es aber nicht mehr sinnvoll, das Gesamtkunstwerk zu verwenden, sondern nur noch die Teile, die einen interessieren. Ja, wer sich das selber mal angucken möchte, das ist relativ einfach. Wir haben wer schon ein Debian-basiertes System hat, kann natürlich einfach die Pakete installieren. Wer das nicht hat oder es noch einfacher haben möchte, wir haben eine Vagrant-Box hinterlegt. Sie brauchen einfach nur Vagrant init zu sagen, dann holt sich Vagrant die entsprechende VM und mit Vagrant up wird die dann gestartet. Wir haben auch schon die ganzen Port-Forwardings konfiguriert und hier eine Meldung ausgegeben. Also Sie haben dann auf den lokalen Port 4433 die Maschine gebunden, können sich sofort am Webinterface anmelden. Dasselbe habe ich übrigens auch gemacht, als ich Ihnen eben schon den Teil gezeigt habe. Ich habe auch bei mir einfach nur die Vagrant-Box gestartet. Genau, die Frage war, ob alle Konfigurationsänderungen, die wir so machen, da drin sind. Die Antwort ist, alle statischen Änderungen ja. Also das heißt, wir haben alle statischen Änderungen, die man so anpassen kann, damit zum Beispiel Replikation funktioniert, damit der Log-Auswerter auch was zum Auswerten hat. Die Änderungen sind alle eingebaut. Das Einzige, was fehlt, ist Tuning auf die bestimmte Hardware. Das geht nicht. Ich habe zwar auch mal, also es gibt zwar auch Tools, die das tun, also die gucken, so was gibt's an Ressourcen. Wie könnte ich die Shared Buffers einstellen? Das ist auf jeden Fall besser, also es gibt Tools, die sind besser als nichts, aber das Optimum ist es natürlich nie, das ist gerade für ein Lastsystem sollte man da immer selber einmal reingucken. So, da kann ich hier den Link auch anklicken. Und dann lande ich hier eben in dieser Oberfläche. Ich habe jetzt hier nur ein Cluster laufen. Ich kann mir das Log angucken, ich kann es über, wir benutzen übrigens Cockpit, weiß nicht, ob das jemand kennt.
Cockpit ist das Webinterface für Systemd. Im MEN sind die Aktionen, die hier ausgeführt werden, noch ein Redirect über Cockpit und dann wird über Cockpit halt der Service gestartet, gestoppt etc. Das würde in der weiteren Version dann auch direkt über die REST-API passieren. Aber hierüber kann ich auch die anderen Komponenten ansteuern. Zum Beispiel hier unser Grafana. Und da haben wir das eben schon einmal gezeigte Dashboard hinterlegt. Jetzt mal kurz gucken, dass ich mein Notebook nicht zu sehr belaste und das nur einmal offen habe. Also ich kann mir hier auch die Intervalle selber überlegen. Also ich möchte die letzten 3 Stunden sehen oder ich möchte die letzte 1 Stunde sehen, ich möchte die letzte 24 Stunden sehen. Okay. Wir haben jetzt noch 10 Minuten über. Ich kann das gerne gleich noch weiter zeigen und vielleicht auf ein paar Metriken eingehen. Aber zuerst möchte ich mich schon mal bedanken für die Aufmerksamkeit und fragen, ob jemand Fragen hat. Ja, ich gebe mal das Mikrofon rum, da muss ich die Frage nicht nachsprechen. Ich wundere mich, wenn PostgreSQL so mächtig ist, so robust und so, wieso ist MySQL immer noch so populär? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist so ähnlich, wie ich mir nicht erklären kann. Ich gebe das sofort weiter. Ich sag nur eine Sache, ich kann mir auch nicht erklären, warum Windows so populär ist, wenn Linux so viel besser ist. Es gibt noch ein paar. Die Entwicklung für MySQL liegt eigentlich im Ursprung darin, dass gerade im Web der ganze Anfang angefangen hat mit Webdesignern, die keine Ahnung hatten von Datenbanken und denen auch völlig scheißegal war, was das dahinter macht. Hauptsache speichert es irgendwie. Das sieht man in älteren Datenbanken, wenn man die mal in den Finger kriegt oder auch bei älteren Open-Source-Projekten, kann man das wunderschön beobachten, wie die Dinger aufgebaut sind und dass das eigentlich völlig am normalen Datenbankleben vorbei ist. Und weil das eben so einfach war und da so vieles vorgekaut einfach ist am Anfang, weil man sich um nichts kümmern muss, dass einem irgendwann aber hinten dann wieder mal, wenn man es wirklich braucht, ins Genick haut, daher kommt eigentlich das MySQL. Und dann hat sich das dann über den Weg auch durchgesetzt an die Hoster, die Shared-Hoster vor allen Dingen, dass da vor allen Dingen MySQL angeboten wird. Und da ist Postgres so eben nie wirklich reingekommen in den Bereich. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ja, kleine Anekdote. Also ich habe früher PHP entwickelt gegen MySQL. Und das lag nicht daran, dass ich mir alle Skriptsprachen angeguckt habe und die beste gewählt habe. Und es lag nicht daran, dass ich mir alle Datenbanken angeguckt habe und die beste gewählt habe. Es lag daran, dass ich mit meinen Eltern in Andalusien im Urlaub war. Und der Buchladen hatte genau ein Entwicklerbuch und das war PHP und MySQL. Und das habe ich mir gekauft und dann habe ich auf dem Blog angefangen, PHP-Code gegen MySQL zu schreiben und habe das dann zu Hause an meinem Rechner ausprobiert und war auch ziemlich zufrieden damit. Und das ist einfach so der Standard seit Jahren. Weitere Fragen? Noch eine. Ich habe gehört, dass letztlich gab es eine Diskussion über Zuverlässigkeit wegen Fehlermeldungen beim Close von File Descriptors und so. Und da haben die PostgreSQL-Entwickler zugesagt, ja, da gibt es noch Ärger in dem Bereich. Deswegen wollte ich fragen, was für ein Filesystem ist es besser, darunter zu setzen? Also wo soll die Datenbank liegen, damit man weniger Probleme kriegt? Also letztes Jahr hätte ich Ihnen gesagt, nehmen Sie das, was Ihre Distribution mitbringt. Das ist eigentlich immer die beste Wahl. Das ist das Abgehangenste für diese Distribution. Da gibt es den Support. Allerdings, Sie haben das ja gerade schon angesprochen, dass die Probleme, die aufgetreten sind, waren im Zusammenhang mit XFS. Ich bin nicht ganz im Thema. Ich weiß, dass Kollegen das debuggt haben und da auch mit Red Hat im Gespräch waren, weil das uns auf Red Hat-Systemen aufgefallen ist. Weiß da jemand im Publikum was Genaueres zu? Ich meine, es wäre ein Bug in XFS. Allerdings, wie gesagt, mal abgesehen von dem Bug ist XFS trotzdem ein sehr, sehr sicheres und abgehangenes Filesystem. Und ich würde in den meisten Fällen immer noch sagen, nehmen Sie das Filesystem Ihrer Distribution. Ich selbst benutze gerne Ext, die ganze Ext-Reihe, weil ich auch Debian-Nutzer bin. Aber auf CentOS-Systemen
oder Red Hat-System nimmt man in der Regel XFS, weil es einfach das supportete System ist. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist bei den moderneren Sachen, also wenn Sie zum Beispiel ZFS nehmen, ZFS bringt Overhead, also Postgres ist sehr stark darauf optimiert, also bei Postgres ist alles ist eine Page. Es werden immer 8 Kilobyte gelesen, es werden 8 Kilobyte geschrieben, also es basiert alles auf diesen Pages, das Caching funktioniert darauf und das ist auf die ist sehr stark optimiert und bei einigen neueren Filesystemen gibt es Overhead. Allerdings können Sie auch Spezialfälle haben, wo ein ZFS Ihnen sehr viel bringt. Also beispielsweise, wenn Sie in Ihrer Datenbank, was man eigentlich nicht macht, sehr viel Plaintext haben. Also Sie haben da Romane drin oder riesige JSON-Dokumente und Sie benutzen ZFS und machen transparente Komprimierung, dann kann es sein, dass Sie tatsächlich richtige Performance-Vorteile haben, weil plötzlich das ZFS kann die komprimierten Daten, also es hält die komprimierten Daten im File-System-Cache und Sie haben plötzlich einfach Ihre Hot-Daten, also die Daten, Ihre Workload, haben Sie plötzlich im RAM und haben dadurch erhöhte Performance. Das ist aber ein Spezialfall und da muss man einfach gucken, was Sie haben. Standardmäßig würde ich sagen, das Standard-Dateisystem der Distribution. Die Größe der Pages kann man nicht konfigurieren direkt. Dafür müsste man, wenn man das ändern will, muss man derzeit noch Postgres selber kompilieren. Das sind die Das Fein. Kann aber dann auch an der Stelle Sinn machen, diese Konfiguration zu ändern und es selber zu kompilieren, wenn man wirklich viele größere JSON-Dokumente hat, von denen wirklich viele über 16 KB groß sind. Und in so ein JSONB passt so ein bisschen was rein. Also da kann man auch mal in ein so ein Feld mal eben 2 GB reinwerfen. Das kann das Ding auch noch. Das machen Leute auch. Ja, genau. Also bei solchen Fällen kann man natürlich, also einmal vielleicht das Mikrofon schon mal nach hinten in die vorletzte Reihe geben. Da kann man bei solchen Spezialfällen kann man tatsächlich mit Speziallösungen wie File-System-Komprimierung Performance rausholen. Du hattest vorhin gesagt, für Hochverfügbarkeit kannst du den Slave den Replication Slave oder alle Verbindungen dann auf den Replication Slave umleiten, zum Beispiel zum Upgrade der Datenbank. Wie sieht denn das aus mit bei Elephant Chat, wenn du dort dann anfängst, mehr Maschinen-Setup zu haben? Kommst ja bei dem Update rüber auf die andere Maschine, hast ja am Ende vom Tag einen Timeline-Switch innerhalb der Postgres. Muss man da irgendwas im Elephant Chat dann entsprechend umstellen oder sieht das Setup erstmal so nicht vor, dass du solche Dinge mit Elephant Chat machst? Man muss, für das Upgrade würde man zuerst den Standby upgraden. Ich fülle alle meine Updates durch. Der Standby ist auf dem aktuellsten Stand. Das betrifft meinen Produktivbetrieb nicht, weil der Master den ja abwickelt. Danach schwenke ich alle Verbindungen auf den Master um. Schon das haben wir nicht im Webinterface abgebildet. Das heißt, man hat entweder einen Load Balancer davor, da muss man dem Load Balancer sagen, also zum Beispiel PG Bouncer, da muss man dem Load Balancer sagen, bitte geh jetzt auf den, oder man hat einfach seine Application Server und switcht die um und danach kann man, also, oder führt einen kleinen Halt aus, also der PG Bouncer hat da spezielle Modi für, dann führt man den dann stellt man sicher, dass auf dem Standby niemand mehr drauf ist, stellt ihn aus, macht stellt sicher, dass auf dem Master niemand mehr drauf ist, dass sich auch keiner mehr verbinden kann, dann kann man den Standby promoten, der ist jetzt der neue Master, dann kann man den alten Master updaten und jetzt kommt genau der Schritt, den du ansprichst, man muss jetzt gucken, dass man den alten Master als Standby an den neuen Master kriegt. Da gibt's einmal, wenn man einen kleinen Datenbestand hat, dann macht man das einfach übers Backup. Also ich würde dann einfach zum Beispiel in meinem Backup sagen, restore mir mal das letzte Backup auf den alten Master. Also ich muss vorher noch ein Backup von dem neuen gemacht haben, kann den dann restoren. Ich kann das aber auch genauso mit einem R-Sync machen. Das haben wir aber auch nicht im Webinterface abgebildet. Für Hochverfügbarkeit gibt es auch noch so ein nettes Tool, entwickelt von Zalando. Das Spielzeug heißt Patroni. Damit kann man auch noch eine Menge Kram machen und auch eben ja, also vor allem Switches machen und dann einfach einen Slave ausschalten. Ist auch noch Möglichkeiten. Also es gibt Postgres ist mittlerweile, da gibt es sehr, sehr viele breit gestreute Möglichkeiten. Es gibt jetzt nicht die eine exakte Lösung, die für alles gilt und alles erschlägt. So ist das ganze Umfeld auch gar nicht aufgebaut, sondern es gibt ganz viele Lösungen, die einfach ihren Kleinkram für sich richtig machen. Da muss man gucken, was zu einem selber am besten passt halt immer.
Besonders spannend wird es, wenn man dann irgendwann zu Automatic Failover kommt, aber das würde ja den Rahmen komplett sprengen. Da gerade schon Patroni angesprochen wurde, das ist einer meiner beiden Lieblingslösungen. Die andere ist aus historischen Gründen noch Pacemaker. Aber da muss man sehr individuell für sein Setup gucken, was habe ich erstmal für Anforderungen, wie sieht mein Setup aus. Gerade bei Pacemaker kann man sich da ansonsten sehr ins Knie schießen. Und auch bei Patroni muss man natürlich wissen, was man konfiguriert. Daher ist es oft auch noch okay, wenn man Sachen von Hand erledigen kann. Aber je nachdem, was für Anforderungen man hat, also sobald Automatic Failover dazukommt, braucht man so eine Lösung. Ja, ich sehe gerade Ende. Vielen lieben Dank und noch einen schönen letzten Vortrag.